Shalom und willkommen zur siebten Folge der Serie Biblische Filmkritik. Nachdem wir im letzten Teil die Serie WandaVision unter die biblische Lupe genommen haben, wollen wir uns diesmal den Film Mortal Kombat genauer anschauen. Der Film hat seinen Ursprung in einem Videospiel, das im Jahr 1992 seinen Anfang nahm. Aufgrund des großen Erfolges wurden 95 und 97 bereits zwei Filme produziert, mit eher mäßigem Erfolg. Doch dieses Jahr kam es nicht etwa zu einer Fortsetzung des zweiten Films, sondern sozusagen zu einem Neuanfang. Bekannte Kämpfer aus den Videospielen tauchen in dieser Neuauflage von Mortal Kombat wieder auf, wie zum Beispiel Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Sonya Blade oder Scorpion. In der Welt von Mortal Kombat gibt es mehrere sogenannte Realms, also Reiche, die man mit Dimensionen vergleichen könnte, nämlich unter anderem Outworld, das Erdreich oder auch das Unterreich, über das Folgendes berichtet wird. Das Unterreich, auf Englisch Netherrealms, ist eines der sechs großen Reiche in der Mortal Kombat-Reihe. Das Unterreich ist vergleichbar mit der Hölle. Es sieht aus wie ein ewig flammender Kontinent mit vielen Vulkanfeldern und Lavagruben. Bewohnt wird es vor allem von Dämonen. Dieses Unterreich wird also mit der Hölle verglichen, wo Satan und seine Dämonen in der Tat eines Tages landen werden. Auf der einen Seite stehen Kämpfer wie Jax und Sonya Blade, die auserwählt sind, an einem übernatürlichen Kampfturnier teilzunehmen, um die Erde gegen einen Angriff von Bösewichten zu beschützen. Auf der bösen Seite stehen unter anderem Sub-Zero, Kano, Melina, Goro und Cheng Tsung. Viele der jeweiligen Kämpfer erinnern sehr stark an antike Götter oder heidnische Götzen. So heißt es auch in einem Artikel vom 24. Juni 2019. Aufgrund der einzigartigen Umgebung von Mortal Kombat gehören zu den Kämpfern jedoch Götter und Monster. Geras ist nach dem wenig bekannten griechischen Gott des Alterns benannt. Kronika stammt vom mächtigen griechischen Titangott Kronos. Geras Verbindung ähnelt von Devra, ein Name, der vom hebräischen Wort für Biene stammt. Collector stützt sich auf eine unheilige Mischung aus der hinduistischen Göttin Kali und dem biblischen Bösen Mammon. Unter seinen Aktionshelden und mysteriösen Ninjas gibt es alle Arten von mythischen Einflüssen. Auch die sogenannten guten Charaktere wie Raiden erinnern sehr stark an den heidnischen Donnergott Thor. Auf der bösen Seite gibt es außerdem Charaktere wie Shiva, die allerdings nicht im Film auftaucht. Sie gehört einer alten Rasse mächtiger, vierarmiger, halbmenschlicher, Halbdrachenwesen an, die aus der Außenwelt stammen. In der Realität bzw. den Legenden nach ist Shiva einer der Hauptgötter des Hinduismus, die das Prinzip der Zerstörung verkörpert, weswegen sie sehr gut zu Mortal Kombat passt. Schauen wir uns mal die Erklärung des Films an, woher die Charaktere ihre übernatürlichen Fähigkeiten haben. So wurde am 25. April folgendes berichtet. Wie bei vielen Kampfspielen kann die umfangreiche Besetzung von Charakteren in Mortal Kombat Spezialbewegungen auslösen. Der neue Mortal Kombat-Film liefert eine Erklärung dafür, warum die menschlichen Charaktere im Film ihre charakterischen Bewegungen ausführen können. Arcana. Diejenigen, die das Drachenmalzeichen tragen und für die Teilnahme am Turnier zwischen Earthrealm und Outworld ausgewählt wurden, wecken ihren Kampfgeist in Momenten von Zwang oder extremer Emotion. Nachdem Sonya Kano getötet hat, erbt sie sein Drachenmalzeichen und weckt ihr Arcana. Dieses Drachenmalzeichen ist eine Art Tätowierung auf dem Körper, die dafür sorgt, dass der Kämpfer seine übernatürlichen Kräfte freisetzen kann, nämlich durch das Erwecken des sogenannten Arcana, was lateinisch ist und übersetzt Geheimnis bedeutet. Denn das Erwecken von magischen oder beziehungsweise übernatürlichen Kräften in sich wird auch von Esoterikern und Okkultisten gelehrt. Und so wie es Christen gibt, die mit Gottes Hilfe Wunder vollbringen können, indem sie zum Beispiel Kranke heilen, so gibt es eben auch Menschen, die ihre geheimen Wunderkräfte von Satan und seinen Dämonen bekommen. Doch Jesus sagte in Lukas 8, Vers 17, denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird.
Doch kommen wir nochmal auf das Drachenmalzeichen zu sprechen, das nicht nur die Einladung zum Turnier ist und dafür sorgt, das Arcana zu erwecken, sondern es ist außerdem auch das Logo und Symbol für Mortal Kombat insgesamt, sowohl für die Videospiele als auch für die Leinwandfilme. Nun, in der Bibel lesen wir ebenfalls von einem Kampf außerhalb der Erde, der sich heute bereits, aber in Zukunft noch sehr viel mehr, auch auf der Erde austragen wird. In Offenbarung 12 heißt es ab Vers 7: Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Satan der Teufel wird also in der Bibel mit einem Drachen verglichen, der mit seinen Engeln vom Himmel auf die Erde fallen wird, wo sie dasselbe versuchen werden wie die Bösewichte in Mortal Kombat. Sie fordern die Welt zum Kampf heraus, mit dem Antichristen als ihren Messias und Satan als ihren Gott. So heißt es dann weiter in Offenbarung 13, Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier, dem Antichristen, Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an, den Antichristen, und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Nun, niemand vermag es, mit dem Antichristen zu kämpfen, außer natürlich Jesus Christus, der den Antichristen letztendlich beseitigen wird. Doch schauen wir mal, was während der Herrschaft des Antichristen geschehen wird. In Offenbarung 13 heißt es nämlich ab Vers 16 außerdem: Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Jeder, der also in der Drangsal das Malzeichen des Tieres annimmt, über das Jeder, der also in der Drangsal das Malzeichen des Tieres annimmt, übergibt damit automatisch seine Autorität bzw. auch seine Seele an Satan, den Drachen, und seinen falschen Messias. Scorpion zum Beispiel hat in Mortal Kombat im Film sein Drachenmalzeichen auf seinem Arm. Doch eine große Gefahr, vor allem am Spiel Mortal Kombat, ist die unglaubliche Brutalität der Kämpfe, vor allem beim sogenannten Fatality, wenn man seinen Gegner am Ende des Kampfes mit einem letzten Schlag regelrecht zermetzelt. So wird über Mortal Kombat außerdem Folgendes berichtet: Mortal Kombat gilt als das beliebteste amerikanische Kampfspiel bis heute. Eine der größten Gefahren besteht darin, dass das Okkulte direkt in das Kinderzimmer gebracht werden kann, ohne dass die Eltern wissen, was passiert. Heidnische Ideale werden eingeführt. Wenn eine Person Zauber, Verhexungen, Flüche oder Heilung durch Magie wirkt, nimmt sie tatsächlich an okkulte Hexerei teil. Kinder sind dämonischen Symbolen ausgesetzt, die Macht und Autorität symbolisieren. Auch im Psalm 101, Vers 3 steht geschrieben, dass man sich nichts Schändliches vor seine Augen stellen soll, was zum Beispiel bei solchen gewaltverherrlichen Videospielen oder brutalen Horrorfilmen oder Serien der Fall ist. Eine Studie hat laut einem Artikel außerdem Folgendes festgestellt: Das Spielen gewalttätiger Videospiele wie Doom, Wolfenstein 3D oder Mortal Kombat kann laut zwei Studien die aggressiven Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen einer Person sowohl im Labor als auch im tatsächlichen Leben steigern. Deswegen sollten wir uns, so wie auch unsere Kinder, wenn wir welche haben, vor solchen Videospielen und Filmen wie Mortal Kombat fernhalten, damit man lernt, seine Emotionen unter Kontrolle zu haben, was auch dem Willen Gottes entspricht. In Sprüche 25, Vers 28 und in Jakobus 1, Vers 19 steht geschrieben: Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Deswegen sollten wir gerade als Christen unsere Aufmerksamkeit keinen magischen Göttern und ihren okkulten Superkräften widmen, egal ob in Filmen, Videospielen oder Büchern, sondern dem lebendigen Wort Gottes der Bibel, das uns vor solchen Verführungen für den Geist gewarnt hat und uns davor beschützen will. Das war die 7. Folge der Serie Biblische Filmkritik
Heute mit dem Film Mortal Kombat und die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nämlich der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.